Und das erste ist eine Schulfächer-Mappentierliste, ja. Und ich weiß, ja, es ist ein sehr, sehr, sehr kontroverses Thema. Sehr, sehr, sehr kontroverses Thema, ja. Aber Schulfächer-Mappen, Farben-Tierliste, ja. Mappen, ja. Warte mal, willst du mir jetzt sagen, Blubi, du hattest keine Mappen in der Schule, ja? Okay, aber du hast mal Shigo aus Kim Possible angeschaut. Ja, okay, du hast recht. Shigo ist hot. Okay. Du, okay, fair. So, gut, weitermachen. Oh, shit. Chat wird gespalten. So, hier sind die Fächer aufgelistet, ja? Deutsch, Englisch, Gesellschaftslehre. Was zählt da als Gesellschaftslehre? Ich bin mir sehr unsicher dabei, ja? Kunst, Mathe, Musik, Naturwissenschaften, Religion, Ethik und Sport. Ist Gesellschaftslehre auch sowas wie Erdkunde oder so? Kann man das dazu zählen? Ich bin mir unsicher. Ich hatte nämlich in der Grundschule, wo die Farben bei uns etabliert waren, hatten wir sowas nicht wirklich und ich hatte generell nie ein Fach namens Gesellschaftslehre. Dementsprechend ja eher so Erdkunde, ne? Oder? Also was in der Richtung. Also ich denke, das ist so ein bisschen so ein flexibleres Fach, was wahrscheinlich in verschiedenen Schulen, verschiedenen Bundesländern immer so ein bisschen anders irgendwie, ihr wisst schon, ne? Gemeinschaftskunde, Erdkunde, Gesellschaftslehre, Politik. Ja, sowas wahrscheinlich irgendwie, ne? Okay, okay, okay. Also sowas halt. Ja, gut, gut. Dann, damit wir uns einigen können, das heißt, wir sind alle irgendwie relativ easy drin. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Farben rein. Fangen wir unten an? Es gibt keine Sportmappe, Mappe. Hatte jemand eine Sportmappe? Leute, mal ganz, ganz grobe Frage. Hatte irgendjemand eine fucking Sportmappe? Niemand, oder? Wir hatten WIPO, Wirtschaftspolitik. Ich glaube, ich hatte auch Gesellschaftslehre, aber das hatte ich erst im Abi. Und das war halt das, was ihr beschreibt, aber halt in der Grundschule oder so nicht, wo diese Farben halt, wie gesagt, etabliert wurden, ne? Diese komischen Kombifächer sind dumm. Ja, ist ein bisschen schwierig. Mappe in Sport, deswegen frage ich ja. Aber in der Kurstufe, also hat die keinen... Ja, niemand hat die Farbe gejuckt, ja. Sport war eine ganze Tasche. Kann Sport durch irgendwas anderes ersetzen? Ja, falls uns sowas einfallen sollte, am Ende könnten wir das ersetzen. Religion und Ethik. Ich bin mal gespannt, ob das ein Hot Take ist. Aber ich könnte mir vorstellen, hier sind wir uns vielleicht einig. Einfach, weil es irgendwie Sinn ergibt schon. Und zwar hatte ich da Weiß. Ja, jemand hat auch hier Weiß geschrieben. Lila. Ich wusste nicht mal, dass es diese lila Schnellhefter gibt. Weiß. Rally war lila bei euch? Same auch Weiß? Ja, irgendwie Religion und Weiß ergibt in meinem Kopf auch so viel Sinn irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Versteht ihr das? Es ist einfach so, passt zusammen wie Arsch auf Eimer, ne? Weiß, ja? Deku, guter Mann. Ich find's interessant. Gab es lila Schnellhefter? Ja, ich bin jetzt... Jetzt bin ich neugierig. Ich glaube, ich hatte nie einen, ja? Wir hatten in Ethik nicht mal eine Mappe. Ja, aber Religion. Also Ethik hatte ich später auch nichts. Ethik hatte ich auch im Fachabi? Hatte ich es im Abi? Ne, nur im Fachabi. Hatte ich dann Ethik und da haben wir eigentlich nie wirklich Material groß gehabt. Ein paar Zettel mal maximal. Aber da war nie wirklich viel. Es war ein rein mündliches Fach irgendwie. Also da war nichts schriftlich, nichts mit Material zum Lesen oder hier wirklich Haar. Es war egal. Deswegen hatte ich da nichts. Aber sonst Religion war immer Weiß, solange ich es hatte. So, dann Naturwissenschaften. Naturwissenschaften in meinem Kopf ergibt auch richtig, richtig viel Sinn, ja. Richtig, richtig viel Sinn. Irgendwie, es ist im Wort drin, ja. Und zwar war es halt einfach grün. Ich meine, eher ein dunkelgrün hatte ich da als Mappe. Es gibt auch die hellgrüne Variante. Ich hatte noch woanders ein grünes Ding. Aber dunkelgrün, ja. Ich habe dir jetzt auch über Discord DM2 geschickt. Same grün, grün, grün. Sind wir uns da alle einig? Hellgrün? Ich meine, manche hatten hellgrün. Das war bei uns nicht so wichtig, ob es hell oder dunkelgrün war. Da wurde kein Unterschied draus gemacht. Hauptsache grün. Gibt es irgendjemanden, der sagt, nee, war braun? Oh mein Gott, Ezra war die eine, die was anderes hatte. Sie war ganz anders dort. Oh, no, 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 no. Wobei, in weiterführenden Schulen war nur Biologie grün. Biologie hatte ich auch weiß später, jetzt wo ich drüber nachdenke. Moment, Bio... Aber das habe ich mir ausgesucht. Das war, glaube ich, nicht vorgegeben. Wie gesagt, die vorgegebenen Farben waren so eine Grundschulsache. Deswegen bin ich jetzt auch lost bei Musik. Was wäre bei Musik drin? Ich hatte keine Musikmappe. Ich hatte Musikunterricht, aber hatte ich eine Musikmappe? Gelb? Gelb in Musik. Ich habe woanders gelb auf jeden Fall. Braun macht aber auch Sinn. Ergibt das Sinn? Musik war bei dir orange. Ha. Irgendwie, ich fühle ein bisschen lila auch bei Musik, aber braun oder orange? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ich pack zur Musik braun hin, ja? Das ist so das Alte, das Raffinierte, das Verfeinerte, ja? Alte Sachen wie Sepiafarben, braun, das ist meine Logik im Kopf. Die ergibt keinen Sinn, das müsst ihr auch nicht verstehen, ist okay. Stimmt, ich glaube, ich hatte lila.
Ihr hattet Musikmappen, das ist super interessant irgendwie. Ey Käse, was geht ab, Alschkuh, bei dir? Oh, wisst ihr, was ich zum Auflockern ein bisschen reinpacken kann und damit ihr mich wieder quälen könnt, ja? So. Ich hab ein bisschen was als Idee, Chat. Ich hab ein bisschen was als extra Idee. Oh. Musik ist gelb oder rot? Musik ist gelb oder rot? War nichts anderes bei dir gelb oder rot? What? Warum beleidigst du meine Farbe? Weiß ich nicht, Sora. Mit Absicht. So, Mathe. Jetzt bin ich gespannt. Ist Mathe ein Hot Take? Haben wir einen Hot Take, Kandidaten, ja? Ich finde Mathe... Also, ich habe das bis Ende eigentlich auch durchgezogen, als ich dann einen Ordner hatte und dann so Trennwände hatte, habe ich die Farben immer noch genutzt. Und da war Mathe bei mir auch immer blau. Ja, hier sagen so viele Leute blau. Woher kommt das? Das ist super interessant. Warte, Fully, ich krieg noch eine Sound-Request. Kriegst du wirklich? Ja, Smoiny, kriegst du wirklich. Based gelb? Gelb? Ne, also die meisten Leute sagen ja auf jeden Fall blau. Das heißt, wir sind uns da recht einig. Ne, rot? Rot für Mathe? Nee, Mann, Schneemann, du. Hm. Bei mir war Deutsch blau. Das klingt so bescheuert. Wer hat sich das ausgedacht? Rot, Mathe blau. Diese komischen Leute. Was ne grün? Was für grün, Mann? Mathe ist grün. Nee, pink, du bist pink. Mathe ist dunkelgrün. Sag mal, Füller, warum bist du dunkel bei dir? Weil bei mir draußen die Welt untergeht, ja. Also ich weiß nicht, warte mal. Wenn ich die Musik ausmache, ich mach mal Musik aus. Und ich mach mal meine Balkontür auf und vielleicht hört ihr das. Hört ihr das Rauschen? Ist ein bisschen laut. Hört man das? Hört man das da ein bisschen? Ja, ne? Das ist immer das Schöne, hier an der Straße zu wohnen. Weil dann hast du es immer so arschlaut wegen der Farbe, weil die Autos da rüberfahren, ne? Es ist halt so oder so, höre ich das natürlich die ganze Zeit, aber trotzdem. Alles in deinem karierten Block stopfen. Na, das ist halt, wenn man sich nur Probleme auf Dauer machen möchte und dann sitzt man da und denkt so, ich habe aber irgendwie nichts gemacht. Voll die Hattering! Gefühlt ja, es ist viel angenehmer als vorher. Kunst ist jetzt wild, ja? Hattet ihr eine Kunstmappe? Ich hatte keine Kunstmappe, aber wisst ihr, ich fühle da irgendwie lila. Ich fühle lila bei Kunst. Ich weiß nicht warum. Aber Kunst und lila ist eine sehr künstlerische Farbe, glaube ich. In Kunst hatte ich alle meine Blätter in den A3-Block getan. Ja, sind Blätter in Kunst? Hä? Die Kamera sieht echt nach Abendstream aus. Ja, weil es so dunkel ist. Ich meine, ein bisschen, wenn ihr seht, sieht man noch ein bisschen mehr Licht. Aber es ist halt super düster draußen, ja. Kunst hatte ich auch nie eine Farbe. Ja, Kunst war halt keine Mappe, ne? Lila ist immer nur Englisch. Lila und Englisch. Bei mir war kurz unglaublich lauter Hagel, da ich direkt unter dem Fenster schlaf. Oh. Kunst war eine selbstgebastelte Mappe. Das hatte ich halt auch nicht. Interessant, was ihr da alles hattet, ja? Ich glaube, irgendwann hatte ich auch mal eine Kunstmappe, aber meistens nicht. Wenn, dann aber in Orange, I think. Ist das so? So, jetzt haben wir Gesellschaftslehre. Und da ist halt das Ding, ich hatte halt Erdkunde, ja? Und Erdkunde hatte ich eigentlich vor Navi, also Naturwissenschaften. Naturwissenschaften hatte ich erst mit 7. Aber das ist halt alles so ein bisschen Mischmasch gewesen. Also packe ich da grün stellvertretend nochmal rein. Das war nämlich auch immer grün bei mir. Es war immer grün bei mir, schwarz. Interessant. Hatte ich eine schwarze Mappe überhaupt generell mal? Ich glaube nicht. Es war halt auch grün, ja. Wie gesagt, diese Fächer... Ich hatte das in der Grundschule in gewisser Art und Weise und das hatte ich dann später. Ich hatte die nie gleichzeitig, diese beiden Fächer. Das ist halt nochmal das Lustige, wenn ich drüber nachdenke. Diese beiden Fächer haben nie gleichzeitig bei mir existiert. Warum auch immer. Gesellschaftslehre war bei mir lila. Interessant. Englisch habe ich bestimmt eine richtig komische Farbe. Und zwar gelb. Ich glaube, niemand hat Englisch gelb, oder? Irgendjemand von euch, der Englisch gelb hatte? Ich weiß, für mich fühlt sich das auch falsch an. Gelb? Ja. Irgendwie aus irgendeinem... Also, weiß ich nicht. Englisch ist doch schwarz, doch. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Englisch ist so das eine Ding, wo ich mir denke, warum war das überhaupt gelb? Englisch gelb macht Sinn. Englisch war bei mir auch gelb. Englisch hatte ich auch gelb. Also, es hatten einige auch gelb, hä? Als ich in der 5. Klasse kam, habe ich auch so viel zusammengeworfen. Erdkunde, Geschichte, etc. war bei mir WZG. Ha. Englisch ist grün. Englisch lila. Also irgendwie bei den ganzen anderen Farben, da habe ich so ein bisschen die Assoziation, ein bisschen die Vibes. Englisch gelb, ich weiß es beim besten Willen nicht, ja. Englisch gelb war Yellow Submarine, das verstehe ich nicht. Warte mal, wir hatten sogar ein Textbuch, wie hieß das, Codename Green oder so? Hieß es Codename Green? Das war mein fünftes Klassen-Textbuch-Dings.
fünfte Klasse war eh keine Grundschule mehr. Oder haben wir Leute, die fünfte Klasse noch Grundschule waren, ja? Das ist ja auch wild. Ich weiß, dass es Orte gibt, wo das existiert bei uns in Deutschland. Die sind selten, aber die existieren. Green Line maybe? Green Line vielleicht war es, oder? Dann war es Green Line. Könnte sein. Auf jeden Fall ja. Irgendwie gelb, Englisch, habe ich nie so sehr mit gevibed. Und ich denke, rot auf Deutsch ist halt sehr offensichtlich, oder? Das ist halt auch kein Hot Take. Deutsch war irgendwie immer rot. Das ist bis zum Ende meines Lebens immer in meinem Kopf rot geblieben. Ja, ich bin am Ende meines Lebens. Hi, Deliri, was geht? Schau mal kurz rein. Na, alles cool. Bei dir, wie geht's? Wie steht's, na? Oh. Deutsch-rot? Nee, rot ist Französisch. Wir haben Französisch hier nicht einmal gelistet, ja? Aber rein hypothetisch, ja? Drittsprache, ja? Was wäre euer Drittsprachenfach von den beiden hier? Ich sag das hier. Das klingt an. Das passt zu Französisch. Französisch-blau? Ja, ich dachte mir, das ist so ein Französisch-Ding, ja? Das passt doch perfekt. Ich hatte übrigens Latein, Französisch und Spanisch als Drittsprache. Ich habe nur die Qualifikation, die richtige für Spanisch. Weil alles andere habe ich nie zu Ende gebracht in der Hinsicht, ja? Französisch war, meine ich, rosa. Ich meine, hast du dir das da nicht selbst ausgesucht an dem Punkt? Spanisch hatte keinen Ordner. Ja, das ist halt das Ding. Bei der Drittsprache hat man sich das doch gar nicht... Hat man sich doch, wenn, schon lange selbst ausgesucht, oder? Das war doch gar nicht mehr vorgegeben. Die Farben, die ich da angebe, die sind entweder Vibes bei mir nur oder die waren bei mir in der Grundschule so vorgegeben. Da hieß es, das ist die und die Mappe. Das muss so sein. Und deswegen, ja, irgendwann so ab 5. Klasse schon im Gymnasium hast du dir das alles selbst ausgedacht, so. Orange passt von der Farbfamilie zu Rot. Das stimmt. Orange passt für mich auch mehr zu Spanisch, ja? Und Schwarz ist Latein. Perfekt. Gut, dass wir das geklärt haben. Das ist die objektiv richtige Schulmäppchen-Tierlist. Ich denke, das war gut. Danke fürs Willkommen zu meinem TED-Talk. Danke fürs dabei sein. Nächstes Ding. Orange war meine Geschichte bei mir. Geschichte würde ich, glaube ich, auch unter Grün packen. Geschichte fühlt sich auch so grün für mich an. Aber ja, das ist eine nette kleine Tierlist.